Ganz viele verschiedene, hätte ich fast gesagt, aber die sehen schon ähnlich aus, oder? Ja. Die sind auch verwandt. Ja, das sind dieselben Hunde? Ja, das sind Brüder. Brüder. Aus einem Wurf, ja. Aus einem Wurf. Das heißt. Und sie ist die Schwester. Das ist die Schwester, ja. So. Das ist die Schwester. Und das sind die Brüder. Die ist so eine Cousine, kann man sagen. Ne? Augenblick, so ungefähr, ich zeige das mal gerade. Und da ist die Cousine quasi. Ja, genau. Direkt mal hingucken. Das sind schon liebe Tiere. Die sind jetzt recht groß, die sind sehr schnell. Das heißt, man muss mit denen jeden Tag raus? Die sind also sehr schnell. Die haben so 60, 70 Stundenkilometer, kann man sagen. Ne? Echt? 60 bis 70 km/h? Ja, ja. Okay. Aber macht schon Spaß. Ne? Wir zwischen also seit 76. Seit 1976? Ja, haben wir Salukis. Okay. Und das war jetzt der letzte Wurf mit den Brüdern hier. Die sind jetzt 3 Jahre alt. Ne? Ja. Mhm. So, das heißt, das da sind Zuchthunde quasi. Das sind Zuchthunde? Ja, genau. Aber was ist denn da so das Wesen? Auf was kommt es denn an bei einem guten Saluki? Worauf kommt es an? Auf das Wesen? Ja. Auf die Schnelligkeit und eventuell auch auf die Schönheit. Wenn sie Schönheit und Schnelligkeit haben, wäre das natürlich toll. Und ne? Die Farbe ist immer die gleiche bei denen? Nein, wir haben ganz verschiedene Farben. Wir haben Rot, Grisel, Grau, Grisel, Schwarz. Also die Farbpalette ist ziemlich breit, muss ich sagen. Ne? Weil man hier nur die Weißen sieht hauptsächlich, also die Hellen. Ja, wir haben im Moment, die letzten Jahre haben wir nur helle Hunde gezüchtet. Ne? Und so, man kann das schon sagen, wenn es 2 Stück sind, die hell sind, dann kommt da kein Schwarzer raus. Nee, kann man nicht sagen. Man kann auch, nee, nicht so, aber meistens. Ist wahrscheinlich recht, ist recht wahrscheinlich. Wir haben also da einen Vater bei gehabt, ja. Der war auch hell, die Hündin war auch hell, also waren da auch ziemlich helle rausgekommen. Ne? Okay, das heißt, das ist euer Lebensinhalt, die Hunde, oder? Genau, ja. Also wir sind schon ein bisschen betuchtes Alter, mein Mann und ich. Naja. Und macht aber immer noch Spaß. Ne? Mein Mann, der wird jetzt 76, ich werde 75 und macht immer noch Spaß. Also wir wollen noch 20 Jahre weitermachen. Noch 20 Jahre? Ja, sehr schön. 96? Ja, so ungefähr. Und weiter? So, ja, so ungefähr. Man kann sagen, das hält jung, die Hunde? Ja, würde ich sagen. Also ohne Tiere könnte ich mir kaum vorstellen. Ne, das wäre also, wir haben im Moment haben wir 7 Salukis im Haus und die leben auch im Haus. Wir haben keinen Hund im Zwinger und es macht Freude. Salukis? Ja, Salukis. Okay. Manchmal ist es auch ein bisschen, ärgert man sich, aber das hat man schnell wieder vergessen. Ne? Ja, so ein Hund, wenn da mal was ist. Ich habe gesehen, der eine hat eine Narbe gehabt an der Seite. Die ja, war gerade auf. Kommt was schon ist da mal passiert? Vor, dass sie sich so ein bisschen kabbeln, aber ja. Eigentlich nichts Gefährliches. Ne? So, hier vorne, der hat jetzt so ein Hemdchen an, kann man das sagen? Ja, das, ja. Ist jetzt ein Lauf. Der macht jetzt einen, sag mal schnell. Ist nicht schlimm, wenn du es nicht weißt. Ein Test oder was macht er? Nee, der macht jetzt seinen Trainingslauf fürs Cursing fertig. Ne? Okay. Und da müssen die eben ein Hemdchen tragen und auch. Achso, das ist Vorschrift dort. Ja, genau. Hemdchen und Maulkorb. Ja, okay, genau. Verstanden. Und das ist jetzt so, das ist ja jetzt nur ein Trainingslauf, aber ihr macht das schon so, als ob es denn später so quasi ist? Ja, also die müssen ihre Läufe machen und dann, wenn dann die großen Cursing-Veranstaltungen sind, da brauchen die vorher eben diese Trainingsläufe, ne? Die sie dann machen müssen. Ne? So, die Hundezucht, das ist ja schon sehr viel Aufwand und Arbeit. Das heißt, man muss die ja genau auswählen, wer mit wem, oder? Dann gezüchtet wird. Ja, man guckt sich schon den Rüden an. Man muss schon gucken, ob die zusammenpassen, auch von der Ahnentafel her. Und von der Aufzucht aus ist auch sehr viel Arbeit. Ne? Also bis die Kleinen mal so weit sind, dass man sie aus dem Haus geben kann. Das ist schon ein bisschen, also wir geben die Aufwand. Vor 12 Wochen nicht ab. Ne? Und bis dahin hat man einige Hände voll zu tun dann. Ne? Ja gut, die werden ja auch recht groß. Das heißt, der Auslaufbedarf ist groß? Also der muss sein, ja. Also man kann keinen Windhund oder überhaupt Salukis nicht im Haus halten oder züchten. Man muss schon einen Garten oder einen Auslauf bieten können. Nein. Wenn man jetzt gleich mehrere Hunde hat und man hat einen großen Garten, ja. Die können tagsüber dann auch, ich nehme an, sich selbst beschäftigen im Garten. Ja, oder? Genau. Das ist immer toll, wenn man ältere und jüngere Hunde zusammen hat. Ja. Die laufen dann, bringen die Alten immer noch ein bisschen in Schwung.
Das habe ich gemerkt. Der ältere, die Zora, die hat gar keinen Bock gehabt, dann mit denen mitzulaufen. Genau. Aber die kommen andauernd, die piesacken den. Die Jungen, die treiben die praktisch immer an, damit sie dann auch noch ein bisschen mit motiviert sind, ne, zum Laufen dann. Ne? Ist das auch ein Wachhund? Das heißt, der ist wachsam? Wachsam sind sie auch, aber nicht jetzt, sagen wir mal, wie ein Gebrauchshund, wie ein Schäferhund oder was. Ne? Die sind auch unglaublich lieb, wenn einer kommt, oder? Ja, das heißt, die fallen also jetzt keinen an, oder? Ja, sie sind also, muss ich sagen, sehr anhänglich und auch im Haus gut zu halten. Ne? Wir haben also 7 Stück im Haus. Und 7 Stück? 7 Stück und das ist kein Problem. Ne? Sehr schön. Ja, wenn ihre Plätzchen und ist toll. Jetzt ist das so, wenn man eine Großfamilie hat, da brauchen wir einen großen Bus. Wo fahren die? 7 Stück? Ja, also wir haben ein großes Auto, wo wir hinten die Hunde reinkriegen. Und da können wir so 7 bis 8 Hunde reinpacken. Ja, ihr habt einen Bus oder was habt ihr? Nee, wir haben eine Kombi. Ja. Okay, genau. Ja, da vorne hat er nämlich hingemacht. Ja, ich zeige das mal gerade. Und das ist, wenn man hier in einem Verein ist, ist das Pflicht. Das heißt, man nimmt das mit, oder? Ja, Pflicht ist es eigentlich überall, muss ich sagen. Ne? Auch auf der Straße? Gibt zwar auch auf der Straße. Es gibt natürlich Leute, die eben darüber weggucken. Aber das finde ich nicht so toll. Ja, der Nächste tritt rein und Kinder. Hat eigentlich für seinen Hund zu sorgen, dass die Sache weggeräumt wird. Ne? Ich habe nur leider keine Tüte. Jetzt ja, das macht nichts, Taschentuch. Ne? So, ich nehme an, dass das nicht das erste Mal ist, dass du das gemacht hast, oder? Nee, heute meinen Sie jetzt, oder? Nee, insgesamt im Leben. Wahrscheinlich tausende Male. Sicher, ja, genau. Ne? Also wir haben meistens auch immer als Hundebesitzer Tüten dabei, Plastiktüten, und machen auch die Sache direkt weg. Ja. Und da kann auch keiner reintreten und das müsste eigentlich jeder machen. Ne? Also ich finde das gar nicht toll, wenn Leute ihre Hunde irgendwo hinmachen lassen und lassen es einfach liegen. Finde ich eigentlich eine Unverschämtheit. Ja, absolut, oder? Ja, oder? Ne? Ja, sie sind auch nicht froh, wenn sie irgendwo in den Hundehaufen treten, oder? Nee, heute nicht. Ja. Toll. Ja, wenn ich jetzt Interesse habe, die von euch zu beziehen, ihr habt noch welche quasi, immer wieder mal, oder? Nee, also wir züchten nicht mehr. Wir hatten also vor 3 Jahren jetzt... Ihr habt aufgehört? Ja, wir haben aufgehört. Und die 7 Stück habt ihr jetzt behalten quasi? Wir haben, ja, da ziehen ja alles Ältere auch schon. Ne? Und da ziehen die 3, die haben wir jetzt 2 Rüden behalten aus dem Wurf. Die sind aber mittlerweile 3 Jahre alt. Und und mit denen werden wir jetzt richtig alt noch. Ne? Ich habe noch eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Wenn so ein Tier mal so langsam alt wird, die werden ja sehr alt, oder? Ja, die werden also, man kann sagen, mit 10 Jahren kann man froh sein, dass sie 10 Jahre alt geworden sind. Okay. Aber heute werden sie mittlerweile 13, 14, manche werden auch 15, 16 alt. Aber das ist die Ausnahme, würde ich sagen. Wenn jetzt so ein Tier stirbt oder es geht drauf zu, wie gehen Sie denn damit um? Sie haben ja jetzt viele gehabt und wahrscheinlich schon viele sterben sehen, oder? Ja, sehr traurig. Also ich muss sagen, ich habe heute noch, denke ich, oft an unsere ersten Hunde, die wir hatten. Ja. Und ist schon eine traurige Sache dann. Man hat die von klein an aufgezogen, man hat sie behalten. Man hat die wie Kinder eben zu Hause gehabt und aufgezogen, erzogen, kann man sagen. Hat Freude damit gehabt und... ist schon traurig, wenn dann ein Hund geht. Ne? Aber das ist so, die gehen meistens über Nacht, dass sie einschlafen oder werden die dann eingeschläfert? Nein, manche werden dann im Alter, wie bei uns Menschen auch, die werden alt, die werden gebrechlich, haben keine Lust mehr zum Laufen oder zum Essen. Und das ist natürlich, dann merkt man schon, der Hund ist langsam alt und hat keine Lust mehr. Und so haben wir jetzt 2 rote Rüden zu Hause noch und die sind 13. Und da denkt man schon mit wehem Herzen dran, wie lange haben sie noch. Ne? Das heißt aber, das kann passieren, die schlafen und am nächsten Morgen ist er tot. Oder ist das so? Kann vorkommen, dass sie dann irgendwie Herzprobleme hatten und haben dann nachts über einfach aufgehört zu atmen. Ne? Aber wie sterben Hunde? Ist das meistens beim Tierarzt? Die werden dann auch mal eingeschläfert? Oder? Werden auch. Also wenn die Hunde krank sind und so krank, dass man eben nichts mehr machen kann, dann ist es eigentlich für den Hund
eine Erlösung. Man darf da nicht an sich selber denken und steckt da rein und. Dann muss man schon den Hund gehen lassen. Das ist aber hart dann, oder? Wenn ja, ist man hart. Man weiß ja genau den Tag, also die Stunde. Wir haben schon einige wegbringen müssen und das war keine tolle Sache. Ne? Glaube ich. Ist das dein Friedhof? Kommen die auf den Friedhof? Oder wie läuft das? Also wir haben ein riesen Grundstück in der Eifel und wir begraben unsere Hunde alle bei uns auf dem Grundstück. Ich habe auch schon einen jetzt im Garten liegen, ja, muss ich sagen. Ja, sehen Sie. Und wir haben 6000 Quadratmeter und da passen einige Hunde drauf. Ne? Alles klar. Ja. Aus der Nähe von Gerolstein kommen Sie, ja? Ja, genau. Das habe ich eben von Ihrem Mann erfahren, der hat mir das erzählt. Ja, danke schön. Ja, vielen Dank. Bitte.